Hallo Leute, wie geht's euch? Louis hier wieder für euch am Start. Hoffentlich gut. Bei mir, dank dem Herrn, ihr wisst ganz genau, alles bestens. Er gibt mir natürlich jedes Mal immer die Power und heute habe ich einen Duft, Leute, der verdient es definitiv, wie auch die Vorgänger, die ich euch vorgestellt habe, okay? Wenn sogar noch ein bisschen mehr verdient der hier, der hat 85% Identität mit dem Originalen. Und zwar, wir sprechen hier von Queen of Life von La Rive, ja, super Brand aus Polen. Die machen wirklich super günstige Dupes mit guter Qualität. Und hier, Leute, ist die Qualität wirklich hervorragend. Kann man wirklich gar nicht sagen. Vor allem auch noch für den Preis. Ich glaube, den kriegt ihr für 8 € 100 Milli. Das ist der Wahnsinn. Das ist erstens mal der Wahnsinn und zweitens mal hier ist sogar eine Iris mit eingebettet. Ja, die macht diesen Duft echt wirklich nochmal herrlich. Wirklich herrlich, Leute. Ja, das ist Lancôme La Vie Belle und Lancôme La Vie Belle ist mein Duft, der immer, solange ich lebe, in meiner Kollektion sein wird. Es ist ein Ich lieb dich Duft oder ich hasse dich Duft, definitiv, hate it or love it. Aber es gibt halt Leute, die sagen, ey, bleib mir weg mit dieser Projektion, der ist wirklich zu heavy, zu schwer. Andere Leute sagen, das ist ja genau meine Richtung, dieser Duft knallt richtig rein, ich mag den sehr. Ja. Und ja, und der Original ist ein Knaller, der hält ja 8 bis 9 Stunden definitiv. Ja, das ist ein Beast-Mode, ein wahrlicher Beast. Der hier, der folgt dem direkt hinterher, Leute. 5 bis 6 Stunden habt ihr den definitiv auf eure Haut und der projiziert die ersten 2 Stunden richtig gut Knaller. Ich mag diesen Duft sehr. Ja, haben die wirklich sehr gut gemacht, von La Rive gut geklont, sagen wir mal so. Okay, und vor allem für einen sehr, sehr, sehr guten Preis. Ja, wirklich ein Low-Budget, super Preis. Und ich würde sagen, von La Rive, ja, würde ich sagen, jetzt unabhängig von den Frauendüften, nicht Männerdüfte, das glaube ich, das Flaggschiff von La Rive, das meistverkaufteste Queen of Life. Dann kommt La Vie Belle, der kommt dem wirklich sehr, sehr, sehr nah. Ja, da können andere verlangen für. Auch für einen Klon, der ungefähr den Lancôme La Vie Belle ähnelt, viel, viel mehr Geld. Und La Rive zeigt wieder mal, dass es nicht teuer sein muss, definitiv. Ein Winter, ein Herbstduft, definitiv, der knallt rein, ja, und benutzt den als Alltagsduft, wenn ihr den Originalflakon von La Vie Belle habt. Dann benutzt ihr den Original halt für spezielle Anlässe. Aber wenn ihr die Duft-DNA, wie gesagt, mögt von La Vie Belle, hier Queen of Life. Das war's schon von mir. Die Ingredienzen hier auf jeden Fall noch. Ja, Johannisbeere, hier ist Birne mit drin. Iris macht das so, so elegant und so himmlisch weich. Leute, top. Orangenblatt ist hier mit drin. Jasmin. Hier ist Mandel mit drin. Hier ist Candy mit drin. Praline, okay. Patchouli, Vanille in der Basis, Leute. Den müsst ihr testen, definitiv. Wenn ihr süß, gourmandig, fruchtig und blumige Düfte liebt, ja, wobei hier das Blumige eher so unterschwellig bleibt oben, also meisten redet hier das Süße und Gourmandige, dann testet ihn definitiv, ihr werdet ihn mögen. Queen of Life von La Rive. Ich bin hier fertig, wünsche euch auf jeden Fall Gottes Segen und wir sehen uns eventuell beim nächsten Video und bleibt mir gesund. Ciao, Belli.